herzlich willkommen. Heute kommt meine Team Pick'em Challenge Predictions zur MLG in Columbus. Hat jetzt mich ein bisschen überrumpelt wegen der Zeitverschiebung. Ist sie natürlich viel früher begonnen. Und daher hänge ich jetzt ein bisschen hinterher. Ich wollte es eigentlich jetzt auch schon heute noch in Ruhe machen, aber wie gesagt, ist jetzt ein bisschen hektisch geworden. Das erste Spiel ist schon am Laufen, das ist gerade Nip gegen Flipside. Ich denke mal, Nip wird es machen, aber ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt. Flipside hat auch auf jeden Fall gute Sachen, gute Spiele abgeliefert, also, aber eigentlich denke ich, dass es Nip macht, aber kann ich jetzt leider auch nicht mehr tippen. Hier haben wir Luminosity Gaming gegen Mousesports. Ich habe ja in der letzten Pick'em Challenge immer eigentlich auf Mousesports gesetzt, wenn Mousesports am Start war. Werde ich jetzt einfach auch wieder machen. Also setze ich jetzt hier auf Mousesports. Ich denke auch, dass die gut was reißen können. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ich hoffe auf jeden Fall fürs deutsche Team, dass sie sich durchsetzen. Zumindest hier bis in die weiteren Gefilde. FaZe Clan gegen Team Liquid. Ich denke, es wird Team Liquid machen, aber jo. Keine Ahnung. Ich habe es bei den letzten Videos auch gesagt. Ich habe jetzt die letzten Spiele nicht wirklich verfolgt. Ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Ahnung. Das sind wie gesagt meine Predictions, meine Tipps, wie ich sie absetze. Das sind keinerlei Tipps oder ratsame Predictions. Daher macht ihr eure. Schreibt in die Kommentare, was ihr gesetzt habt. Und ja, gucken wir mal, ob wir hier dieses Jahr auf Silber oder Gold kommen. Weiß ich noch nicht. Hier gehe ich auf jeden Fall auf Fnatic gegen Splice. Fnatic muss es einfach machen oder wird es machen. Jo, ein bisschen schneller, hurtig. Heißt natürlich wieder Aufkleber kaufen jetzt, wegen den ganzen Tipps und, ja. Fantasy Team Challenge werde ich vielleicht machen, aber ich denke nicht extra im Video. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien ihr da vorangeht, aber es ist für mich ein bisschen zu utopisch. Über den Teams kann man noch ein bisschen raten und ein bisschen machen, aber bei der Fantasy Team Challenge wird es mir dann einfach zu tricky. Und da im Gegenzug auch eben gleich wieder Geld rausholzen. Vielleicht tue ich da für jedem Team wieder einen Aufkleberkapsel kaufen und hau das dann halt rein. Und ja, schauen wir mal. Hier, ich gehe auf jeden Fall auf NYS. Gegen CLG. Kann auf jeden Fall ein schwieriges Match werden. CLG darf man auf keinen Fall hier unterschätzen. Sowieso nicht. Und ja, werden wir sehen, wer wieder durchkommt. Astralis gegen Gambit Gaming habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wer da spielt oder wer das ist. Deswegen tippe ich jetzt einfach auf den. Könnt mich ja berichtigen oder was eben in die Kommentare schreiben, was ihr getippt habt. So, Cloud9 gegen Navi wird auch mit Sicherheit ein extrem spannendes Spiel, aber ich werde auf jeden Fall auf Navi gehen. Ich denke, die werden es auf jeden Fall machen. Und ich denke auch, dass Navi mit Top-Favorit wird hier, also dass die auf jeden Fall extrem weit kommen werden. Jetzt wird es spannend, Virtus Pro gegen G2. es ist schade, ich bin eigentlich immer relativ mit Virtus Pro gegangen, aber sie haben einfach in letzter Zeit so wenig abgeliefert, wo sie euch immer wieder gesagt haben, okay, eigentlich müssten sie jetzt langsam abliefern. Da gab es viele Probleme und ja, ich denke mal, G2 wird es machen. Aber eigentlich widerstrebt es mir, gegen Virtus Pro zu setzen, weil ich so ein eigentlich so innerlich auch so ein kleiner Virtus Pro Fan bin. Deswegen bin ich hier echt aus den Wickeln gerissen. Ich weiß nicht, wen ich setzen soll. Ich denke, geht's, wo wird's machen, aber ich gehe auf Virtus Pro, weil ich einfach so ein kleiner Fanboy von denen bin. Wie gesagt, ich bin gespannt. Schreibt in die Kommentare, was ihr gesetzt habt. Wird mich echt interessieren, gerade so bei den Spielen Virtus Pro oder geht ihr generell auf Mousesports oder was können noch spannende Spiele werden hier? Team Envy gegen CLG, Navi. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr gesetzt habt. Würde mich echt interessieren. Und ich sage auf jeden Fall, yo, haut rein. Yo, bis zum nächsten Mal. Ciao.